Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Multimap. Ja, tatsächlich, ich bin immer noch hier auf dieser Karte und möchte auch hier mal wieder was aufnehmen für euch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare reinschreiben, ob ihr weiterhin die Folgen von der Multimap auch sehen möchtet oder ob wir komplett auf die Obertal umstellen wollen. Also ich möchte hier die Multimap noch ein bisschen weiterspielen. Mir macht die auch Spaß. Da haben wir auch schon einiges angefangen und ich würde es hier gerne ein bisschen weiter treiben. Wie gesagt, schreibt mir es in die Kommentare rein, ob ihr da auch Lust drauf habt. Da richte ich mich auch gerne ein bisschen nach euch. Ansonsten bin ich jetzt hier bei der Hühnerfarm, wie ihr gerade seht, und ich möchte das gerne heute in Gang bringen. Ich schaue jetzt einfach mal, was wir hier alles benötigen für diese eine Hühnerfarm. Etwas haben wir ja schon drin. Und zwar ist das Wasser. Und das ist jetzt nicht wirklich unheimlich viel. 1695 Liter. Wir brauchen Stroh, Weizen und Hühner. Hühner? Okay. Wo bekommen wir Hühner? Keine Ahnung. Werden wir rausfinden. Zumindest brauchen wir Wasser. Ja, ihr seht, Autodrive und auch Crossplay habe ich auch hier, die neueste Version. Autodrive ist die 1.07.036, die Entwicklerversion. Es scheint gut zu funktionieren. Die Maisernte geht hier auf Feld 10 genüsslich weiter. Wo ist unser Abfahrer? Ihr seht, auch das scheint zu funktionieren, außer dass er hier gerade in die Frucht reinfährt. Aber mein Gott, was soll's? Ja, und Curseplay ist die 601.00378. Somit sind wir hier auf dem neuesten Stand. Wir waren hier, glaube ich, stehen geblieben. Jetzt weiß ich kurz mal nicht. Hofwasser laden. Das ist soweit in Ordnung. Haben wir jetzt diesen Kurs schon eingefahren, um zu den Hühnern zu kommen? Ich vermute, da haben wir noch, doch, wir haben hier Hühnerfarm. Deswegen würde ich sagen, der soll hier mal Wasser laden und dann Richtung Hühnerfarm gehen. Genau. Also wir laden hier mal Wasser auf. Das ist das, was wir das letzte Mal wohl noch gemacht haben. Und dann schicken wir uns zur Hühnerfarm und laden es dort wieder aus. Einmal Hühnerfarm und du kannst loslegen. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen Stroh. Du Grasstrohverkauf, okay. Machst du weiter? Oder hast du jetzt deine Arbeit aufgegeben? Ich habe hier meinen Fehler erkannt. Und zwar habe ich das beim Autodrive eingeschaltet. Das ist natürlich nicht korrekt. Das muss ich hier beim Auto, beim Curseplay machen. Und zwar muss ich den hier einstellen und dann fährt er los. Am letzten Wegpunkt sammelt es ein und sobald er hier erledigt ist, ist durch die Autodrive-Einstellung, geht er dann hier rüber und weiß dann, was er zu tun hat, wenn er noch voll ist. Genau, jetzt gucken wir mal, ob der das soweit macht. Der hat nichts zu tun, das ist unser Daimler, der braucht momentan auch nichts. Der hier. Den könnten wir eigentlich für Stroh mal nehmen. Das heißt, wir holen uns jetzt hier mal eine Ladung Stroh und bringen das auch zu den Hühnern. Ist das, was ich heute gerne dann mit euch machen möchte. Wie schon erwähnt. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das weiterhin sehen wollt, die Multimap, oder ob ich die aufgeben soll. Und dafür vielleicht die eine oder andere mehr von der Obertal. Aber es wäre im Grunde, finde ich, es eigentlich schade, die wohl schon ein bisschen verfolgt haben, wenn wir hier einfach das aufhören. Wir haben doch schon ein bisschen was erarbeitet. Die Lager sind ziemlich voll. Ihr seht, wir haben da echt unheimlich viele Sachen drin. Ich finde es irgendwie schade, wenn wir das jetzt einfach aufgeben. Ja, unsere Palettenproduktion im Übrigen, die läuft auch schon an. Da sind wir auch schon fleißig dabei. Der Harvester, ich kann die Länge immer noch nicht einstellen. Ich habe ein bisschen
schon was verändert, aber es hat noch nicht funktioniert. Ich werde es vielleicht noch rausfinden. Ich bin mal gespannt, wenn ich bei der Obertal zum Sägewerk komme und zum Harvester, wenn ich mir da einen besorge, ob das da dann funktionieren wird. Das wird die Zukunft zeigen. Jetzt bringen wir erstmal das Stroh hin. Und da gucken wir, ob wir noch einen weiteren Kipper irgendwie frei haben. Und den schicken wir jetzt auch in Richtung. Hühnerfarm, genau. Der erste ist schon angekommen. Ja, ihr seht schon, der ist hier. Der wartet auf die Ab. Den hier wollte ich gerne haben. Wir haben ja hier auch Kühe. Da müssen wir dann auch noch mal nachher kurz schauen, wie es denen geht. Aber da haben wir uns. Gucken mal ganz schnell. Was meinen die Mischrationen? Ja, das hat man auch angeworfen. Ich muss mal schön schauen. Lasst mich mal kurz gucken. Unsere Mischrationen. Wie es damit aussieht, ausschaut. Mischfutterproduktion. Aktiv. 13.200 Liter. Da brauchen wir Silage. Ich weiß, das machen wir hier unten gerade auch. Ja, das lassen wir noch ein bisschen laufen. Das holen wir uns später. Kühe haben ja ein bisschen was zum Futtern. Das sollte erstmal reichen. Für die Hühnerfarmen braucht man Weizen und Gerste. Meine ich das noch zu wissen? Ach, Kurzzeitgedächtnis. Ich schaue vorsichtshalber nochmal nach. Hühnerfarm. Hier. Weizen, Gerste, Stroh und Wasser. Stroh sind wir unterwegs. Die Hühner können wir vor Ort kaufen. Da lassen wir uns einen. Kommt ein Händler vorbei, der bringt dann ab und an mal welche. Das passt dann soweit. So. Wir nehmen mal Weizen mit. Du bist hier fertig, so wie es aussieht. Mit dem Ansehen. Wir haben hier Zuckerrüben drauf gemacht. Ja, so ist es. Dann können wir hier den Abfahrer entlassen. Da sollten wir noch ein bisschen nacharbeiten. Irgendwie mag mir das ja nicht gefallen, wenn da so viele Kanten, Ecken und Kanten noch frei sind. Wie weit hat er es denn gemacht? 24 sind wir. Mal sehen. Ja gut. Ganz so schlimm ist nicht. Wenn wir hier das Eck hier noch machen, dann müsste das eigentlich passen. Feld 15. Da ist er noch am Dreschen. Da ist er jetzt auch bald fertig. Das ist schön. Dann können wir da auch bald loslegen. Auf der 10 auch. Die 23 ist angesät. Da müssen wir, habe ich gerade gesehen, so im Augenwinkel. Müssen wir uns um Unkraut kümmern. Da ist Unkraut drauf. Das machen wir dann auch demnächst. So, das machen wir erstmal hier kurz. Diesen kleinen Fleck da weg. Diesen Schönheitsfleck, sag ich jetzt mal. So, gut. Dann schicken wir den nach Hause, am besten mal auf den Waschplatz. Hier ist unser Hof, nicht Wasserladen, sondern Hofwaschplatz. Dann können wir dich erstmal putzen, aufladen und dann schicken wir dich wieder weiter. Mit dir wollten wir kurz Wasser noch übernehmen. Na, da ist schon wieder einer angekommen. Jawohl, der ist auch schon da. Mit dem Stroh, das finde ich perfekt. Können wir das hier schön abladen. Und dann schickt man den wieder zurück.
und lassen noch ein paar Mal Wasser holen. Klar, man könnte es jetzt auch einfahren. Ich weiß, wir haben die Strecke hier jetzt so noch nicht einfach nur drumherum eingefahren. Ja, ich habe hier ist ein bisschen Säuschenproduktion auch ein bisschen selber noch was mache, weil sonst ist, wie gesagt, wie schon in dem Oberteil gesagt, macht es ja nur noch alles automatisch. Muss ja nicht wirklich sein. Nee. Ich dachte, wir könnten es ja mal probieren. Hochwasser laden. Abliefern. Wird er nicht können, aber wir probieren es trotzdem mal. Hühnerfarm, Wasser. Schauen wir mal, ob er es macht, was er dann macht. Ich bin mal gespannt. Wir versuchen es einfach mal. Mich interessiert es mal, ob das überhaupt funktionieren wird. So, Stroh. Wo können wir unser Stroh abliefern? Hühnerabgabe, also müssen wir die schon irgendwo kaufen können. Würde das ja nicht funktionieren mit der Abgabe. Also hier können wir zumindest mal kein Stroh abgeben. Dann muss das irgendwo vorne sein. Düsen wir mal nach vorne und schauen uns das vorne an. Ja, wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Hier steht nämlich Strohabgabe. Wollen wir da mal rückwärts randüsen. Ah, das Tor geht auf. Wunderschön. So ist recht. Wir fahren hinein und liefern zur Stroh ab. So kann das funktionieren. Hühner. Wo bekomme ich Hühner? Auf der Karte. Da habe ich mich jetzt noch gar nicht wirklich drum gekümmert. Macht mal die Augen zu. Ich spring hier mal her. Oh, da ist ein Jenseits. Mi, ma, mu. Und überhaupt. Jetzt habe ich mich hier verirrt. Also Schweine. Kühe, die recht laut sind. Okay, aber das ist es nicht wirklich. Pferdezucht. Hühnerfarmen, klar, das sind wir ja. Wo kann ich meine Hühner kaufen? Sonst kaufen die erst einmal so ein. Ich habe jetzt so nichts gefunden. Nun ja, wird man dann schon entdecken. Der ist abgeliefert, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, holst gleich noch mal ein bisschen Stroh. Dann gucken wir mal. Du kannst Hofstroh laden. Kommst bitte zur Hühnerfarm und bringst das Stroh mit. Und dann bleibst du dann einfach stehen. Und dann schauen wir mal, ob das auch funktionieren mag. Ich vermute mal, der wird jetzt hier seinen Weg nicht finden. Wir führen ihn auf den richtigen Weg. Vorne rum, nicht hinten rum. So, und jetzt müsstest du hier loslegen können. Haben wir schon den nächsten da? Wo ist der eigentlich geblieben mit unserem Sch oder haben wir das noch? Okay. Der fährt los. Ah, den haben wir hier stehen, alles klar. Dann schickt man den auch mal zum. Der Hühnerfarm. Kannst du auch mal losdüsen.
Wollen wir da noch Weizen abliefern? Der ist schon da. Dann können wir den schön putzen kurz. Machen wir das auch gerade, dass er schön den Weg hierher gefunden hat. Ja, genau. Einmal den MF auch ein bisschen. Gut, das sollte reichen. So. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Beim Ansehen hier auf der 15. Was macht der da? Okay. Auf der 10 sind wir hier. Uiuiuiui. Ah, der will Stroh einsammeln. Okay, da findest du natürlich nicht viel, weil du hier verkehrt bist, aber Gott, mach das mal weiter. Der soll uns jetzt mal nicht weiter stören. Der wartet immer noch auf seinen Gras-Junkie. Na, du musst schon da hinten hinfahren, machst du das? Oder drehst du hier nur Kornkreise? Mal sehen. Ob er das richtig macht. Ja, der Weg ist ein bisschen unkonventionell, sag ich jetzt mal. Aber wenn du deinen Weg hierhin findest zum Trash, zum Mähgerät, dann ist das ja in Ordnung. Ja, erscheint es zu schaffen. Alles klar. Nur bekomme ich die Hühnchen. Was gibt es hier noch für Firmen, wo ich das eventuell kaufen kann? Beim Viehhändler, da waren wir gerade. Meyers Manufaktur. Lass uns mal im Global Company gucken. Gibt es da irgendwas? Hühnerfarmen, okay. Die Futterproduktionen. Mach ich da was, bis ich das rausfinde, da kaufe ich da einfach mal ein paar so zu. Und dann wird das schon passen. Der lädt hier jetzt das Stroh auf und dann müsst ihr Richtung Hühnerfarm losdüsen. Wo ist unser? Ach, der ist da. Sehr schön. Dann können wir unser Weizen hier gleich abgeben. Sehr schön. Ja, ich komme noch mal. Ihr könnt wieder aufmachen. Hallo. Jetzt hänge ich hier, oder was? Ich habe ja so meine Rangierprobleme, wie ihr gerade seht. Aber wir werden es hinkriegen. Dass wir hier unser Getreide auch wegbringen. Jetzt muss ich ja noch den Trigger irgendwie treffen. Und der Traktor hat mir schon als ein bisschen Probleme gemacht, indem er den Trigger nicht findet. Hm.
Ja, das ist auch hier so. Lass mal gucken. Trigger wäre ja irgendwie hier. Versuch's noch mal. Das scheint hier nicht zu gehen. Gut, ich glaube, ich werde mir hier mal einen anderen Drecker bzw. einen anderen Hänger mal besorgen. Der macht doch immer wieder Probleme, das richtig zu finden. Ich schicke den jetzt wieder zurück zum Hof. Und soll das abladen. Die sind alle soweit. Genau, der holt wieder Wasser. Ansonsten funktioniert das alles. Ich werde das austauschen. Das Fahrzeug kaufen wir dann einen anderen Hänger. Dann passt es nachher. Und genau, so wird das dann ein Stück. Alles klar, Leute. Das war's für heute. Ich mache Schluss. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Auch hier auf der Multimap. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, gerne ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch bei einem meiner anderen Videos mal wieder besuchen kommt. Ansonsten vielen Dank, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao, ciao.